Wie schön. Aber hier drüben den Sonnenaufgang, fliegen wir ein bisschen durch die Wolken. Das kann man schon mal machen. Zumachen hier, damit wir mal ein bisschen was sehen. Mal ein bisschen Außenansicht hier. So sieht es nämlich aus hier. Ordentlich Bewölkung. Da drüben haben wir ja Gewitter gehabt. Das wird so ein. Das gefühlt habe ich das. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir recht niedrig fliegen. Hätte ich gedacht, wir sind da ein bisschen. Wir sind da ein bisschen. Ein bisschen höher unterwegs. Sind wir bestimmt auch, aber da habe ich meinen Flugplan nicht ordentlich angepasst. Den hätte ich wahrscheinlich selber machen können. So, ich versuche jetzt mal hier ordentlich auf unsere Strecke zu kommen. So, die gestrichelte Linie da. Ja, was los? Magst du nicht, ne, wenn ich hier eingreife? So. Das hat ein Autopilot ausgeschaltet, okay, weil ich wahrscheinlich zu sehr ran rumgerüttelt habe. So, wir fliegen noch schön über, über Italien. Ich bin mal gespannt, wenn wir dann über die Alpen fliegen. Ja, da müssen wir. Definitiv höher. So, 4800. Da sind wir jetzt sogar ein bisschen drüber. Ja. Ich kann auch noch ein bisschen noch schneller fliegen, ne? Ich muss schneller werden. Das sind ja auch keine km/h, glaube ich. Das sind ja. Das müssen ja irgendwie Knoten sein oder so. Bei 360 ist Max. Da wollen wir natürlich nicht hin. So. Mal gucken, was der genau so alles macht. Das hier kann ich mir auf der Karte anzeigen lassen. Unterschiedliche Modi. Gnaf. So. LS. Hier könnt ihr mir dann schon mal andere Sachen einstellen hier. So.
Mist. Ah, da kann ich den Kurs einstellen. Alles falsch gemacht, ja. So. Am liebsten wäre mir natürlich, wenn ich hier nach den... danach sozusagen navigiere. Dann ist Heading eingestellt, 344. Ja. So. Müsste man eigentlich dann das Handbuch dafür wälzen. Kann ich denn hier in der Kabine Bescheid sagen, dass ich ein Wasser will? Gear ist ab alles eigentlich. Strobe on. Ein Kaffee wäre nicht schlecht. Finde ich nicht. Jetzt hängen wir auch ein bisschen in den Wolken fest. Ach hier. Können wir mal ein bisschen rausgucken. Ja, es wird schon langsam ein bisschen. Wird schon langsam ein bisschen. Ein bisschen heller. Aber halt eben auch irgendwie. Das sind ja auch Fuß. Das ist ja die Frage. Fuß in Meter. So, wir sind jetzt hier auf 4800 Fuß. Das ist ja 1,463. 1463 Meter, also 1,5 Kilometer hoch. Da hätte ich gedacht, dass wir da irgendwie ein bisschen mehr draus kriegen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man dann dass wir ja bald noch zu den Alpen kommen, ne? Also da ist ja noch ein bisschen höher alles. Hab ich hier noch mal das Licht an? Das sollte ich immer mal ausmachen, oder? Oder muss das so? Gucken wir ansonsten noch mal ein bisschen höher. Ich hoffe, das sind nicht schon die Berge. Lichter. Lichter, Lichter, Lichter. Strobe. Landescheinwerfer. Was? Off. Landescheinwerfer. Off. Off. Aus. Eingefahren. Ja, eingefahren. Navigationsleuchten muss an, Landebahn ab, Biegelichter brauche ich auch nicht. Das war ja noch alles an. Das ist kein Wunder, dass wir hier nicht vorangekommen sind. Ey. Ja, ist schon ganz schön. Schon wieder abgekommen, ne? Nicht verfügbar. So, ein bisschen Heading wieder. Mal wieder, mal ein bisschen was einstellen, ja. Etwas vom Kurs abgekommen. Minimal. Aber hier auf die Linie müssen wir wieder ruf.
Ja. Ja. Wir hören. Milan Center, Airbus Alpha Sierra, X-ray 3, 204,800 feet. Okay, weiter wie geplant. Jawohl. Wollen Sie noch mal gucken, ob wir noch da sind? Ich würde ja gerne aus den Wolken raus. Wie gesagt, die Alpen stehen ja auch noch vor uns. Ne? Es regnet. Das klingt ein bisschen wie Regen. Oh ja. Da sieht man's. Da muss ich auch noch mal gucken, ob das normal ist, dass man irgendwie so tief liegt bei so einer bei so einem Überlandflug. Hier glaube ich, ist die Uhrzeit, das ist glaube ich unsere Flugzeit. So, hier nochmal rüber. Ich würde ja gerne ein bisschen mehr zeigen, ne? Aber also da drüben ist der wunderschöne Sonnenaufgang. Und da drüben ist es noch ein bisschen dunkler. Und ich meine, das sieht schon schick aus, ne? Geht aber gleich nochmal raus, aber ich will, obwohl, kann ich auch jetzt schon machen. Ja, mitten in den Wolken. 2500. Gut. 2500. Ich sehe halt auch nicht, ne? Das ist so der Nachteil. Drücken Sie was? Ja, zu schnell. Ja, gut. Ja, ich gehe jetzt hier hoch. Gehe jetzt hier auf 10.000. Hier ist es ja, ich bin ja eh ziemlich hoch. Nicht, dass ich ja noch auf dem Boden aufschlage. Ne? Wieso geht er nicht hoch? Schon. Ja, komm schon. Jetzt hoch hier. Ja, jetzt geht er hoch. Ja, 4, wohl, nee, ist immer noch 4800. So, Heading muss ich mal wieder anpassen hier. 120.1 Airbus 320. Bologna approach Airbus Alpha Sierra X-ray 3 204,800 feet. Weiter wie geplant, okay. Ich will nur nicht in die Berge krachen, ja, also wirklich. Also so viel, das sieht schon geil aus. Ja. Aber das ist schon, ich sag mal, das ist nicht so tief hier. Da ist der Boden mir für meinen Geschmack
ein bisschen zu nah. Naja, es ist mir schon klar, dass ich hier zu. 2500. So. Dass da nicht so viel Platz nach unten ist. Jetzt hier climbt. Naja, der bleibt hier hoch. Das ist mir jetzt echt nochmal ein Rätsel. Wie ich das schaffe, dass der auf diese scheiß Höhe kommt. Weil. So, also jetzt muss er jetzt schon mal. Auf jeden Fall schon mal halbwegs richtiger Kurs. Schon mal über die erste Hürde rüber. So, aber die Höhe. Ist ja komisch, ey. Garantiert irgendeine Einstellung, die ich nicht kapiere. Ja. Ausgewählt, ja, also drehen, klick mit mittlerer Maustaste. Ausgewählten Höhenmodus aktivieren. Aber da steht ja da, dass das. Kann ich ja auch nicht, aber. Dressy verwaltet Höhenmodus aktivieren. Der hat gesagt, dass das nicht funktioniert. Aber warum? Es ist mir ein Rätsel. Und ich will nicht.